Unter dem Motto United in Difference läutete am 24. Mai 2013 die zweite Auflage des Red Ribbon Celebration Concert im Wiener Burgtheater das Live-Ball-Wochenende ein. Große Namen der Opern- und Schauspielwelt bildeten dabei ein eindrucksvolles Künstler-Line-up zugunsten Betroffener von HIV und AIDS. Das ist jetzt zum zweiten Mal, dass uns Gary Kessler mit seiner unermüdlichen Energie angezündet hat, dieses Red Ribbon Celebration Concert hier im Burgtheater zu veranstalten. Und es fühlt sich jetzt schon im zweiten Jahr an wie eine festgefügte Tradition. Des Abends ging an die Clinton Health Access Initiative, eine der wichtigsten internationalen AIDS-Organisationen, sowie langjähriger Partner des Live-Ball. Alle auftretenden Künstler stellten sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. Unser größter Dank gilt dem Hauptsponsor des heutigen Abends, Herrn Dr. Franz Wohlfahrt von Novomatic, sowie ein großartiges Radiosymphonieorchester mit einem Dirigenten von Weltruhm. Auf dem Programm des Galakonzerts standen klassische Musikstücke sowie kurze Lesungen, die die Bedeutung von Diversität und Solidarität hervorhoben. Viele der Performances orientierten sich am Thema Tausend und eine Nacht und spannten so einen Bogen zum 21. Live-Ball, der am Tag darauf im Wiener Rathaus stattfand. Wenn sie redete, vertrieb sie jeden Kummer und den vernünftigsten Männern entriss sie den Verstand. Aber er wusste nicht, dass es das Schicksal anders wollte und nichts das Schicksal aufhalten kann. My place is placeless, a trace of the traceless, neither body or soul. I belong to the beloved. The last thing they were forced to surrender was their dignity. Perdona se dicendo, io parro a rischio di buscar qualche fischio. Ladies and gentlemen, please welcome the 42nd President of the United States, Mr. Bill Clinton. I think it is altogether remarkable that all of you have come here to support this cause. We are here in this great treasure of world culture. In the end, that is what AIDS Life has asked us to do for more than 20 years. Just simply to see each other. Jeder Besucher des Red Ribbon Celebration Concert leistete einen wichtigen Beitrag im globalen Kampf gegen HIV und AIDS. Die lukrierten Gelder werden von der Clinton Health Access Initiative eingesetzt, um in Subsahara-Afrika bis zum Jahr 2015 die Übertragung des HIV-Virus von Müttern auf ihre Neugeborenen auf unter 5% zu senken. So soll auch in einer der am stärksten von der AIDS-Epidemie betroffenen Regionen der Welt die Vision einer AIDS-freien Generation möglichst bald realisiert und kein Kind mehr HIV-positiv geboren werden.